Alzheimer, F00. Mit der Ziffer 0 am Ende bedeutet es präsenil. Und zwar geht es da um einen plötzlichen Ausbruch vor dem 65. Lebensjahr. Und mit der Ziffer 1 am Ende bedeutet senil. Und da geht es um einen langsamen Verlauf ab dem 65. Lebensjahr. Befallen ist das Großhirn, also zerebral. 95% der Ursachen sind unbekannt, aber es gibt die Erkenntnis darüber, dass 80% der Fälle genetisch bedingt sind. Hier lagern sich schleichend Proteine an im Großhirn. Die Trias bei Alzheimer ist Vergesslichkeit, Verwirrtheit und Desorientiertheit. Die ersten beiden fallen in den Bereich Stirnchakra. Und die Orientierung ist der letzte Buchstabe in unserem Zauberwort. O wie Orientierung gehört in den Bereich Kronenchakra. Die Differentialdiagnosen, also wovon muss ich Alzheimer abgrenzen? Von primären, sekundären Demenzen, also es gibt ja primäre und sekundäre Demenzen, Pseudodemenz, also der maskierten Depression, von der muss ich das auch abgrenzen, Delir, organisches amnestisches Syndrom, leichte oder mittelschwere Intelligenzminderung, die kann auch ähnlich daherkommen, Medikation, Nebenwirkung, Zustandsbilder, kognitiver Schwäche. Dann gibt es noch Begleiterscheinungen, zu denen kommen wir aber später, jetzt erstmal die Diagnosemerkmale von Alzheimer. In der Frühphase depressive Verstimmungen, Stirnchakra, Merkfähigkeitsstörungen, ebenfalls Stirnchakra, Motivation, Antrieb nehmen ab, das ist das Wurzelchakra, Reizbarkeit, das ist das Sakralchakra und die Störung des Sozialverhaltens, Herzchakra, die persönliche Fassade wird aufrechterhalten, da könnte man den blockierten Archetyp vom Herzchakra nehmen, der Schauspieler. Könnte man, muss man aber auch nicht. Mangel an Spontanität fällt in den Bereich Antrieb, Rot, Wurzelchakra. Und beim fortgeschrittenen, schweren Verlauf neurologische Symptome, Stirnchakra. Bewegungskontrolle ist befallen, das ist der Antrieb, Psychomotorik, ne? Wurzelchakra, Rot. Logoklonie, Wiederholungen von Worten und Satzenden, das fällt in den Bereich Kehlchakra, hellblau. Epileptische Anfälle gehören zum Kronenchakra, lila. Harn- und Stuhlinkontinenz, Sakral- und Wurzelchakra. Verhaltensstörungen habe ich gelb markiert, Solarplexusverhalten. V wie Verhalten. Darunter fallen aber Unruhe, Wahn und Halluzination. Unruhe könnte man in Antrieb und in Sakralchakra, also Wurzel und Sakralchakra, einsortieren. Wahn und Halluzination ist das Stirnchakra, dunkelblau. Und die Umkehr des Tag-Nacht-Wach-Schlaf-Rhythmus. Kronenchakra, lila. Ja, Begleiterkrankungen, affektive Störungen, also Depressionen, das mache ich wieder orange, Sakralchakra, Schlafstörungen, das ist das Stirn- und Kronenchakra, Angststörungen, Sakralchakra, Wahnerkrankungen, dunkelblau für Stirnchakra. Und ich wiederhole nochmal Differentialdiagnosen. Depressive Verstimmung, Pseudodemenz, Delir, organisches amnestisches Syndrom, sonstige primäre Demenzen, sekundäre Demenzen, wie zum Beispiel ausgelöst durch eine Intoxikation oder körperlich durch Hyperthyreose. Wir erinnern uns, das betrifft die Schilddrüse,
Überfunktion, Hellblau, Kehlchakra, Vitamin B12, Mangel, Folsäuremangel, Hyperkalzämie, das war ein Überschuss an Kalzium im Körper, Alkohol, Substanzmissbrauch, Rot für Sucht, Wurzelchakra, leichte, mittelschwere, schwere Intelligenzminderung. Und die Therapie, Pharmakotherapie, Antidepressiva, Antidementiva, Nootropika, zum Beispiel Ginkgo, Antipsychotika für Wahn, Halluzinationen, Aggressivität, Schlafstörungen und Unruhe. In dem Bereich Stirnchakra fällt da Wahn, Halluzinationen, Schlafstörungen. Aggressivität ist Sakralchakra, Orange, und die Unruhe, Wurzelchakra, könnte man aber auch ein bisschen mit in das Sakralchakra reinnehmen, je nachdem, wie es sich äußert, emotional oder körperlich, die Unruhe. Psychotherapie. Es braucht eine klare Tagesstruktur. In der Fünf-Elemente-Lehre würde man sagen, hier muss mehr das Metall gefördert werden. Kognitives Training, Gedächtnisspiele, Rätsel, mentale Aktivierung und dass man schaut, wo sind die Ressourcen bei dem Menschen. Das fällt in den Bereich Stirnchakra. Jetzt kommen ein paar Begriffe im Bereich Herz, Empathie, annehmende Grundhaltung, Verständnis und Ernst nehmen. Dann haben wir die Ergotherapie, Alzheimer Selbsthilfegruppen und vor allem die Psychoedukation am Anfang der Krankheit ist wichtig. Auch, dass man die Angehörigen berät und sie dahingehend motiviert, sich auch externe Hilfe zu holen. Zum Beispiel in der Pflege. Weil der Umgang mit Alzheimer-Kranken vor allem für die Angehörigen sehr aufwühlend auch sein kann und auch sehr anstrengend sein kann. Und die müssen ja auch auf ihre Resilienz achten, dass sie darunter, unter dieser Last nicht zusammenbrechen. In der Aufklärung der Angehörigen ist auch wichtig, wenn die Krankheit fortschreitet und an einen bestimmten Punkt kommt, dann kann von diesen Personen auch Gefahr ausgehen, weil die natürlich auch in der Wohnung irgendwas machen können, ne? Herd anstellen oder irgendwas runterwerfen oder mit Feuer spielen. Also man darf den irgendwann nicht mehr alleine lassen und man sollte auch vor allem Kinder nicht mit denen alleine lassen. Und man sollte sie wirklich dahingehend auch beraten, klar und deutlich für sich selbst einzuschätzen, wie weit sie für sich gehen können in der Betreuung dieser Angehörigen. Also was sie auch leisten können, weil man muss so einem Menschen auch gerecht werden ab einem bestimmten Punkt. Das ist wirklich wichtig, dass man die Leute da aufklärt, die ihre Angehörigen da betreuen wollen. Und das auch natürlich gut meinen und vielleicht das auch nicht wollen, dass die ins Heim kommen, ne? Aber ab einem bestimmten Punkt ist es wirklich schwer machbar, damit alleine zurechtzukommen. Also in den letzten 2 Lebensjahren ist es so, dass diese Menschen schwer pflegebedürftig sind. Die Krankheit verläuft in der Regel so nach 5 bis 8 Jahren nach Ausbruch tödlich. Und dann habe ich hier noch ein paar Zahlen für euch, wie oft das überhaupt vorkommt in der Gesellschaft. Ab dem 65. Lebensjahr erkranken 1-2% der Menschen daran. Ab dem 80. Lebensjahr 16% und ab dem 90. Lebensjahr sogar 41%. Wobei Frauen häufiger betroffen sind, nämlich zu 70%. Ja, und jetzt habe ich hier noch eine Merkkarte über die 6a von Alzheimer. A wie Aphasie, Wortfindung sprechen. A wie Agnosie, Gegenstände erkennen.
A wie Apraxie, Handlungsabläufe, A wie Agraphie, Schreiben, A wie Akalkuli, Rechnen und A wie Alexi, Lesen.